Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab, euer Beats? Heißt euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute geht es darum zu cheaten. Wir sind heute ein Cheater, also sind wir ein bisschen böse. Aber es muss so sein, wir werden nicht cheaten, wie wir es wollen, sondern wie es uns vorgegeben wird. Also was ganz, ganz Spannendes, Spezielles heute. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Zweitkanal abchecken, da kommen Fortnite-Videos. Und auf Twitch live streame ich demnächst auch bald mal wieder, vielleicht sogar heute, wer weiß. Also checkt auch mal Twitch ab. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt einfach mal beim Video. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go! So, das war schon viel Gelaber. Hier steht schon das Ganze, Cheat to Finish, das ist also übersetzt, cheate, um zu beenden, also quasi um die ganze Map hier und so weiter zu beenden. Wir haben nichts anderes hier im Inventar, beziehungsweise auf dieser Map, außer da die Schrift, eine große Platte und ein Blatt im Inventar. Hier steht Start, also Drop It. Wir müssen jetzt quasi das einfach droppen, um das Ganze zu starten. Und ja, wir sind in Level 1, alles klar. Hier gibt es einen Reset-Button. Und hier steht, yikes, that's a messy inventory. Also wir haben ein sehr ungeordnetes Inventar. Do something about it. Und hier ist Reset. Und hier steht, you can only use slash clear. Aha, jetzt sehen wir auch, wie ungeordnet mein Inventar ist. Okay, also gebe ich mal slash clear ein und gucke, was passiert. Aha, das ist quasi Level 1 gewesen. Und hier steht jetzt immer, you can only use slash give. Okay, also so kleine Vereinfachungen. Und ja, hier steht wieder ein neuer Text. Ich will ein paar Diamanten. Kannst du es, ja, wahr machen? Ich bin gespannt. Kann ich es wahr machen? Slash, give und dann the beats. Und dann Minecraft Diamond. Wir geben uns einfach mal einen Stack. Jawohl, habe ich gemacht. Und jetzt sind wir in Level 3. Als ob das die Map ist. Das ist doch Cheat to Finish. Als ob hier nichts anderes ist. Das ist ziemlich einfach, ne? Aber wir gucken mal weiter. Okay, I wonder how you are gonna get up there. Okay, ich muss irgendwie hier hoch. Alles klar, jetzt hätte ich... Natürlich mit Effekt geht's. Ich kann mir entweder ein... Ja, Jump Boost geben. Effekt, The Beats Jump Boost. Oder ich könnte mir auch Schwebekraft geben, aber ich gebe mir einfach mal Jump Boost. Jetzt muss ich... Die Sekunden war 10. Und danach kommt die Stärke, ne? Machen wir mal 7, reicht das? Nee, okay, das ist zu wenig. Dann geben wir uns mal 8. Ist schon besser. Ja, komm, machen wir einfach mal die 10 voll für 10 Sekunden. Jawohl, das reicht. Perfekt. Und hier komme ich hoch und haben hier einen Button. Den drücke ich und jetzt sind wir auch schon in Level 4. Okay, also es wird spannend. Da ist ein Button. Okay. Oh nein, ich habe mein... Nein. Oh mein Gott. Moment, ich kann mir slash give oder replace item geben. Ich habe mein... ich habe F3 und H gedrückt. Damit löscht man alles, was im Chat steht. Oh nein, das war falsch. Ich muss aber wahrscheinlich den Button drücken, denke ich mal. Und da stand... Oh, das wird doof, dass ich das gemacht habe. Ich gebe mir einfach nochmal hier meinen Jump Boost, oder? Vielleicht nicht so heftig, sondern so auf 5 oder so? Hä? Wieso bin ich jetzt... Hä? Slash give. Oder ich gebe mir eine Enderperle. Das könnte auch sein. Slash give the beats und ein Enderpearl. Das könnte auch sein, dass das hier gemeint ist. Ender Chess, Ender Eye, Ender Pearl. So. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier dagegen werfe. Ne, das ist auch falsch. Hä? Aha, Moment. Ich habe eine Idee, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr auch drauf gekommen seid. Ich gebe mir einfach ein Bow. Und jetzt Arrow. Ja, und zwar, ja, machen wir mal 5 Stück. Die sollte ich noch schaffen. Also mit 5 Stück sollte ich schaffen, das zu treffen. Und beim ersten schon mal nicht geschafft. Geschafft, okay, perfekt. So, und jetzt darf ich auf jeden Fall nicht... hier alles wieder schließen. Ich muss es ja lesen können. Oh mein Gott. Hier sind hunderte Fledermäuse. Und ich muss sie wegbekommen. Slash kill. Ja gut, das Problem ist, ich weiß nie slash kill. Nicht the beats. Ich muss add... add p ist die person. Add... Was war denn jetzt nochmal? Add e? Ja, es war richtig. Okay, ich habe jetzt quasi alles getötet. Es hat geklappt. Und jetzt darf ich nur slash tp benutzen. That's impossible to get up there. Es ist unmöglich, dort hochzukommen. Richtig? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nämlich eine Idee, liebe Freunde. Wir stellen uns hier drunter, gucken auf unsere Koordinaten und tp'en uns einfach mal ein paar Blöcke weiter nach oben. Das heißt also slash tp the beats. Ihr seht hier die 8. Das heißt, ich gebe hier auch eine 8 ein. Dann die Höhe. Wir sind auf 4. Ich würde sagen,
So 25 Blöcke nach oben sollte passen. Dann machen wir mal 22. Vielleicht 25 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Nicht, dass wir zu viel Fallschaden bekommen. Und hier nochmal 8. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob's klappt. Ne, es war nicht hoch genug. Okay, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Dann mache ich mal eine 30 daraus. So, 30 und... Nein, das war zu hoch. Okay, oder immer noch zu niedrig, aber zu hoch, sodass wir gestorben sind quasi. 3 Blöcke höher sollte jetzt eigentlich klappen. Dann geben wir mal 33 ein und... Perfekt. Alter, wir sind genau hier drauf gelandet. Das war die richtige Höhe. So, Knopf drücken und wir sind in Level 7. Zwar direkt gestorben, aber ist ja nicht so schlimm. Slash Summon. Oh mein Gott, ich habe mein... Oh, ich habe mein Inventar wieder... Oh, mein Chat habe ich wieder gelöscht. Das ist doof. Das ist sehr doof. Moment, wenn ich mich kille... steht das dann nochmal im Chat? Ne. Ich mache das immer aus Reflex, Leute, weil ich das... Ich weiß nicht, nicht F3H, ich meine F3D ist das, genau, F3D. Oh mein Gott, okay, Slash Summon, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Das ist jetzt nicht so gut. Summon, was muss ich denn machen? Oh nein, ich sehe hier nichts. Okay, jetzt muss ich blind spielen. Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, ich weiß ja nicht, was da stand, deswegen fange ich nochmal von vorne an. Hier sind wir zurück. Kennt ihr diesen Button noch? Ja. Ich habe es nochmal hingeschafft. So, und jetzt sind wir gestorben und jetzt lösche ich meinen Chat nicht. So, hier steht, I feel lonely, I want a dog. Okay, und ich darf nur Slash Summon benutzen, alles klar. Leider kenne ich mich mit diesen Summon-Befehlen gar nicht aus. Aber anscheinend kann man hier einfach so einen Dog, Donkey, was ist denn ein Donkey? Ich kenne Monkey und Dog, aber ein Donkey ist mir neu. wahrscheinlich, wie heißt denn hier Dog? Ach, das ist Wolf, ne? Ja, okay. Ich habe jetzt Hund erstmal eingeben wollen. Gut, was steht hier? Okay, das ist gar nicht gut. Also mein... das ist peinlich, mein Inventar. Ich soll das auf jeden Fall hier ändern zu Diamanten. Okay, Replace Item. Ich wusste aber nicht, dass ich in meinem Inventar... Oh, da ist mein Dog. Der heißt Buddy. Moin, Buddy. Ich wusste nicht, dass ich in meinem Inventar Items replacen kann. Dann geht's wahrscheinlich mit Replace Item Block. Was für eine ID hat denn Erde? Das hat 3 mit Diamond. Kann das... Geht das? Ne, Moment. Ich kenne mich mit dem Befehl nicht aus. Was steht denn hier? Kann sein, dass ihr es besser macht. Block. Hier ist wirklich eine... Ja, eine Koordinate. Slot. Ach so, Slot geht auch. Ah, Slot 1. Aha. Gegenstand, Anzahl. Aha, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber auch gut zu wissen. 2000 Jahre später. Aha, ich glaube, ich hab mich jetzt durchgefuchst. Es war nämlich nicht Block, sondern Entity. Ich bin ja ein Entity. Ich dachte nämlich, es ist halt Block generell so gemeint. Und jetzt muss ich hier halt Diamond 64 angeben. Hoffentlich klappt es jetzt. Irgendwie hat es nicht geklappt. 1, ja, okay, hier haben wir die Diamanten. 3 Uhr 28 nachts. So müsste es jetzt eigentlich klappen. Also ich habe ein bisschen geschaut und so. Ich kannte mich mit dem Befehl nicht aus. Ich habe das jetzt zum Beispiel geändert. Ich weiß nicht, warum es so komisch angezeigt wird. Es liegt auch nicht am Texture Pack. Also die Map hat irgendein Texture Pack drin und das sieht dann so aus. Keine Ahnung. Okay, wir machen das jetzt mal mit allen. Das heißt also die 7 noch. Genau. Jetzt die Frage, ist das letzte 0 oder... Ah, okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wurde aber auch Zeit. Okay, was steht hier? Ha. Now it's impossible to get up there. Jetzt ist es unmöglich, dort hochzukommen. Z-Block. Okay. Mit Z-Block wird es schon schwieriger. Ich muss jetzt quasi irgendwo generell hier Blöcke hinsetzen. Zum Beispiel bei diese... Geht das mit den Koordinaten? Normalerweise schon, ne? Z-Block und dann... So, zum Beispiel, ja, okay, jetzt ist hier ein Block aufgetaucht. Ja gut, jetzt muss ich nochmal ein bisschen was verändern, ich weiß jetzt nicht wie genau. Ich mache es jetzt einfach mal mit einer 3 und hier eine 4 hin, damit ich da auch hochkomme irgendwie. Wo ist jetzt ein Block gespawnt? Okay, ich muss noch irgendwie die Bedeutung davon rausfinden. Das checke ich nämlich noch nicht ganz so. Okay, jetzt muss ich mir irgendwie einen Jump'n'Run hier zusammenbauen oder was? Oh mein Gott, okay, dann machen wir das jetzt mal auf Höhe 6 zum Beispiel. Kommt da jetzt hier was? Jawohl. Ah, das geht nicht nach Koordinaten, Leute, sondern nach, ja, wie viele Blöcke es vor dir platziert werden soll. Guck mal, wie viele Blöcke ich jetzt hier platziert habe. Aber ich habe es geschafft und das ist ja das Wichtigste. So, wir drücken drauf und sind jetzt schon in Level 10, liebe Freunde. Okay. Oh mein Gott, ich kann nichts sehen. Wo sind alle? Ah, ich glaube, ich bin ein bisschen umgangen, weil ich einen Shader drin habe. Ja, genau. Ich habe meinen Effekt jetzt weggemacht und darf jetzt... Beziehungsweise ich habe meinen Effekt nicht weggemacht, sondern ich habe jetzt einen Effekt, weil ich meinen Shader ausgenommen habe, sehe ich den. Und mache jetzt einfach Slash, Effekt, The Beats und dann Clear. Und dann klappt es auch und dann kann ich hier ganz einfach den Button drücken. Und sind jetzt auch schon in Level
11. Hier muss ich slash fill benutzen. Can you get rid of these blocks? There are kinda in a way. Okay, in welchem? Irgendwo sind hier Blöcke im Weg. Aha, und die muss ich jetzt wegbekommen. Die Frage ist, was mache ich denn mit slash fill? Was macht der Befehl slash fill? Ich guck mal, ob ich das jetzt irgendwie alles mit water placen kann hier. Ja, habe ich jetzt irgendwie gemacht. Nur die Frage ist, was habe ich davon? Das soll wegkommen, aber kann ich jetzt... Was ist denn nichts? Also, ich kann jetzt mit Wasser replacen, aber kann ich jetzt... Ich kann jetzt hier nicht 0 hinschreiben, damit es quasi 0 ist. Bei World Edit geht das mit der 0, aber wie kann man hier nothing... Ich kann ja nicht nothing hinschreiben, so wisst ihr, was ich meine? Das klappt nicht. Ich habe nachgeschaut, Leute, es sollte mit R klappen. Jawohl, ich habe es geschafft. Geil, okay. Jetzt löscht sich das Wasser hier auch. Okay, Wasser war keine gute Idee eigentlich. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, Leute. Und ich bin jetzt schon am Verzweifeln, weil ich gar nicht mehr mitkomme. Ich bin nicht so der Command-Meister. Aber ich fand die Map bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt steht hier, wir brauchen ein paar XPs. Aber ich sehe keine Mobs hier. Und jetzt kann ich mir wahrscheinlich irgendwie mit slash XP ganz viele XP geben. Die Frage ist, wie? Ich habe es noch nie ausprobiert. Slash XP, the beats. Geht das? Ne. Und dann 100? Anscheinend nicht. Okay. XP 100 The Beats sollte klappen, jawohl. Okay, andersrum hat's geklappt. Power that command block and we can continue. Und ich kann nur slash block data benutzen. Leute, das ist mein Ende. Ich höre auf, ich gebe auf. Tschüss, ich gebe auf. Falls ihr wollt, dass ich mich quäle und die Map weiterspiele, Leute, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Ich habe jetzt 35 Minuten dafür gebraucht, weil ich mit ein paar Commands nicht so klar kam. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Falls ihr Bock habt, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal kostenlos. Dann seht ihr auf jeden Fall mehr von solchen Videos. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, habt einen wunderschönen Tag. Euer Beats.